Herzlich willkommen beim Video, die 10 der besten Spuren für einen außerirdischen Besuch. Und wir starten auch direkt mit Platz Nummer 10. Die mysteriösen Goldflugzeuge aus Kolumbien. Die zahlreichen Goldfliegermodelle, von denen es etwa ca. 33.000 Fundstücke gibt, wurden in Schachtgräbern der unterschiedlichsten Kulturen in Kolumbien und Costa Rica gefunden. Diese werden auf das Alter um 500 nach Christus datiert, sprich vor 1500 Jahren. Manche Kritiker behaupten, sie stellen Insekten oder Fische dar. Doch die Ähnlichkeiten der meisten antiken Modelle zu einem modernen Flugzeug sind zu verblüffend. Flugzeugingenieure bestätigten, das Verhältnis zwischen Tragflächen und Tönruder sowie Seiten- und Tönruder decken sich mit einem modernen Deltaflieger überein, wie etwa dem Space Shuttle. Insekten und Fische haben kein nach oben gerichtetes Seitenruder. Luft- und Raumfahrtingenieure sind sich sicher, hier wurde tatsächlich ein Fluggerät mit eindeutigen, hochmodernen, aerodynamischen Konstruktionselementen dargestellt. Woher kannten die damaligen Menschen solche Flugapparate? Wurden sie in den Gräbern beigelegt, um die Toten zu den Göttern in den Himmel zu bringen? Das würde demnach bedeuten, die Menschen haben andere vor 2000 Jahren gesehen, wie sie mit echten Flugzeugen tatsächlich am Himmel geflogen sind. Fehlinterpretation in der Archäologie, Technologie der Götter. In der Archäologie bleiben weiter die Goldflieger ein falsch gelöstes Rätsel der Geschichte. In der Präastronautik-Auffassung ist es zum größten Teil eindeutig. Die Technologie stammt von den Göttern ab. Weiter geht es auf Platz Nummer 9. Hier haben wir mysteriöse Flugzeugmodelle aus Ägypten. Die aerodynamisch gebauten 15 cm langen Holzflugzeugmodelle stellen bei genauer Betrachtung bereits unsere aktuelle Geschichtsschreibung auf den Kopf. 1898 in einem Grabmal bei Saqqara in Ägypten gefunden und auf das Jahr 200 vor Christus zurückdatiert, sprechen diese einzigartigen Fundstücke für ein noch unbekanntes und hochtechnologisches Zeitalter in der ägyptischen Geschichte, die nach der Paläozäte allein den Göttern und den ersten Pharaonen zu verdanken ist. Kritiker sehen hier nur eine merkwürdige Vogeldarstellung. Doch schauen wir uns die aerodynamischen Flugeigenschaften an, offenbart es sich tatsächlich als ein flugfähiges Flugzeugmodell aus dem antiken Ägypten. Aeronautiker nahmen es unter die Lupe und haben in seine Flugtauglichkeit im Jahr 1969 bescheinigt. In einer Ausstellung bereits im Jahre 1972 wurden dann weitere 14 dieser Objekte präsentiert, denen ähnliche Flugeigenschaften nachgewiesen wurden. Auch Erich von Däniken untersuchte das Objekt und die Geschichte dahinter. Eine geheimnisvolle Inschrift auf dem Objekt, Padimen, übersetzt von Däniken, Geschenk des Amun, und schrieb von Amun als der Herr des Lufthauchs, und sieht so die Verbindung zwischen dem Gott und dem eigenartigen Flugobjekt. Wieder ein Göttergeschenk? Das lässt sich auch hier nicht ausschließen. Auf den Platz Nummer 8 haben wir göttliche Steinbauten, diese sind nochmals in den Top 5 der mysteriösesten Steinbauten aufgeteilt. Mysteriöse und unerklärliche Tempelanlagen und uralte Stätten ziehen sich durch den ganzen Planeten, die unsere aktuelle Geschichtsschreibung ziemlich schnell in das falsche Licht drückt. Unglaubliche 20 Millionen solcher monolithischen Anlagen wurden von Michael Dellinger auf der ganzen Erde entdeckt. Er weist auf eine elektrotechnologische Funktion hin und sieht somit zu jeder Stätte eine himmlische Verbindung. 8.5 Göbekli Tepe in der Türkei. Dort hat man kürzlich eines der ältesten Tempelanlagen mit über 12.000 Jahren Alter entdeckt. Die Geschichte muss bereits hier umgeschrieben werden, da der Mensch schon in der Eiszeit als Jäger und Sammler begann, Tempelanlagen zu bauen und nicht als er erst sesshaft wurde. Woher kam der plötzliche Sprung, einen präzisen Tempel zu bauen? Vielleicht aus dem Himmel? Ein mysteriöser Ort mit noch vielen offenen Fragen. 8.4
Geheimnisvolle Bauten und Tempeln finden sich überall breit verteilt, auch über der Insel Malta. Die Existenz der Bauten zeugt von enormes Wissen, wie nicht aus dieser Welt. Schleifspuren, die an einem Steinzeittransportwagen erinnern, weisen vor geschätzten 5000 Jahren und älter auf eine noch für uns unbekannte technische Aktivität hin. Die Schleifspuren verlaufen bis tief in das Meer. Derartige Spuren fand man aber auch in Aserbaidschan, dem Balkan, in Frankreich, in Spanien, in Süditalien sowie auf Sardinien und Sizilien. Was haben all die Archäologen hier übersehen? Einen außerirdischen Einfluss in der vergangenen Geschichte? 8.3 Gunung Padang, übersetzt der strahlende Berg, wurde erst kürzlich in Indonesien auf der Insel Java untersucht und ist womöglich die älteste gefundene Ruinenstätte der Welt. Mit der C14-Methode datierten die Forscher ein geschätztes Alter von unglaublichen 40.000 Jahren und älter. 20.000 Jahre früher als die Eiszeit, in der nach aktueller Geschichte erst die menschliche Zivilisation und Kultur begann. Sie widerspricht allen uns vorher bekannten Theorien und Annahmen. Ein weiteres unerklärliches Detail ist die Höchstleistung in der Steinbearbeitung und im Fundament der Anlage, welches aus einem Bindematerial, wie dem heutigen Zement, besteht. Die Zusammensetzung, 45% Eisenerz, 41% Kieselsäure und der Rest aus unterschiedlichen Mineralien, spricht für ein enorm hohes chemisches Wissen vor unglaublichen 40.000 Jahren. In der aktuellen archäologischen Wissenschaft ist dieser geheimnisvolle Ort nicht einmal registriert oder offiziell untersucht worden. Ist man etwa zu träge, die Geschichte umzuschreiben, da diese Anlage alles Vorherbekannte so dermaßen auf den Kopf stellt? Viele mysteriöse Rätsel werden sich in Zukunft hier noch offenbaren. 8.2 Babumapunko, ist sich selbst die Wissenschaft im Unklaren, wie die damaligen Menschen ohne Schrift und dem Rad es vor 2000 Jahren vollbracht hatten, die hochpräzise Städte mit einem Puzzlesystem zu bauen, bei der man heute Supercomputer zum Bau benötigen würde? Waren auch hier Götter am Werk? Die einheimischen Menschen glauben daran und sie leben danach. Die Erklärung in der Präastronautik ist einfach und gleichzeitig schlüssig: nicht Menschen haben diese Städte gebaut, sondern die Götter selbst. Überlieferung besagen, gebaut an einem Tag und zerstört in einer Nacht. Andere Experten datierten die Städte auf ein Alter von 17.000 Jahren zurück. Passend zu der Götterbautheorie. 8.1 Überall auf der Welt finden sich solche Steine. Die unterschiedlichsten Steine wurden mit einem enormen Arbeitsaufwand in die perfekte Form gebracht und dann zu einer gewaltigen Mauer geschichtet. Und das so genau, dass nicht einmal Platz für ein Fugenbindematerial übrig war. Für eine solche Bauleistung würden wir heute Jahrzehnte benötigen, hatten unsere Vorfahren eine für uns vergessene technologische Hilfe gehabt? Und wenn ja, haben sie diese von den außerirdischen Göttern erhalten, wie in den zahlreichen Berichten aus der Geschichte zu entnehmen ist? Diese Wunderbauwerke, die unsere heutige Technik übertreffen, sprechen für sich. Platz Nummer 7. In der offiziellen Wissenschaft werden die weltweit gefundenen Abbildungen als geflügelte Sonnenscheibe bezeichnet. Aus der Zeit vor über 13.000 Jahren wurden überall auf der Welt, selbst über den Pazifik hinweg, zahlreiche Felszeichnungen und Steinabbildungen der mysteriösen geflügelten Sonnenscheiben entdeckt. Die Behauptung in der offiziellen Archäologie, dass der Sonne plötzlich Flügel gewachsen sind, spricht nach Untersuchungen der vielfältigsten Autoren, wie Dieter Bremer und weiteren Experten, ganz klar, für eine völlig falsche und wissenschaftliche Interpretation. Die Experten stellten fest, dass es sich hierbei um eine drehende Raumstation gehandelt haben muss, die damals am Himmel von jedem Ort auf der Welt zu sehen war.
Das erklärt die globalen Funde der antiken Menschen. Bei richtiger Interpretation wird man förmlich von den Indizien beweisen, die eindeutig dafür sprechen, überschwemmt. Dazu gehört das Kreuz, welches als ein stabilisatorisches Konstruktionselement der Raumstation zu interpretieren ist, und zusätzlich die Flügel, die abgebildet über den Köpfen der Menschen stehend und die nach Dieter Bremer klar für eine in den Himmel ragende Raumstation deutet. Es ist keine fantastische Behauptung, sondern eine fantastische Tatsache in unserer mysteriösen Vergangenheit. Auf Platz Nummer 6, die indischen Vimana-Schiffe. Das Wort Vimana bezeichnet in alten indischen Texten die Fahrzeuge, mit denen sich die Götter der indischen Mythologie durch den Himmel bewegten. Vertreter der Präastronautik interpretieren diese Textstellen als eines der besten überlieferte Beschreibungen einer Raumfahrttechnologie in der Vergangenheit. Manche sehen in den Vimana-Beschreibungen bereits einen eindeutigen Beweis für eine außerirdische Interaktion. Man findet die Fahrzeuge der indischen Götter selbst in der Architektur wieder. Wollte man hier diesen einprägenden und radikalen Einfluss ihrer himmlischen Götter für die Nachtwelt aus Stein formen, damit niemals dieser in Vergessenheit geriet? Vieles der mythologischen Spuren aus Indien sprechen dafür. Platz Nummer 5. Der Cargo-Kult ist ein von Erich von Däniken stark geprägter Begriff. Der Urstamm in Cargo beobachtete, wie zum ersten Mal moderne Menschen mit einem Flugzeug vor ihnen landete und weiße, bekleidete Männer ausstiegen. Das Urvolk der Cargo-Kultur sahen darin die Wiederkehr der Götter und sie begannen die weißen Männer, wie Götter anzubeten. Anschließend verschwanden sie nach ihren Untersuchungen mit ihrem Flugzeug und als man wieder kam, fand man nachgebaute Flugzeuge aus Hölzern und Stroh der Ureinwohner, die sie weiterhin vergöttert hatten. Dieser Nachbau einer unverstandenen Technologie, die wie Zauberei für Menschen ohne technischen Verstand wirkt, wird als Synonym für den Cargo-Kult bezeichnet. Zahlreiche Beispiele eines Cargo-Kultes können wir weltweit finden und bei richtiger Interpretation entpuppt sich im Vergleich mit unserem modernen Wissen schnell ein unverstandener technischer Ursprung oder Hintergrund der antiken Menschen. Auch die Flieger aus Platz 10 und 9 gehören wahrscheinlich zu diesem Cargo-Kult. Platz Nummer 4. Beste Beschreibungen von Außerirdischen und deren Fluggeräte finden sich zum Beispiel auch in der japanischen Geschichte. Die Geschichte aus dem Jahre 1803 des Utsu Tobune spricht hier zusammengefasst Klartext. Ein fremdartiges 5,4 Meter rundes Boot, das Utsu Tobune, welches mit unbekannten Schriftzeichen versehen war, wurde treibend auf dem Meer von Fischer entdeckt. Im Inneren fand man ein merkwürdig aussehendes Mädchen, welche eine unbekannte Sprache sprach und so schnell Verständigungsprobleme auftraten. Das Mädchen hielt permanent eine mysteriöse rechtwinklige Kiste in ihren Händen fest und hatte dem Fischer zu verstehen gegeben, eine Prinzessin zu sein, welche vor dem Jähzorn ihrer Stiefmutter geflohen sei. Ein ortsansässiger Fischer nannte später dieses Mädchen Prinzessin Backe und zog sie groß. Bake heiratete einen kaiserlichen Prinzen auf dieser Insel Funakoshi und wird dort bis zum heutigen Tag verehrt. Es heißt noch heute, sie habe die ersten Seidenkokons nach Japan gebracht. In der Ufologie wird das geheimnisvolle Utsurobune gern als Beweis frühzeitlicher Begegnungen der dritten Art in Japan herangezogen. Die schwarz-weißen Abbildungen aus der Geschichte zeigen starke Übereinstimmungen mit einem modernen UFO. Die unbekannten Schriftzeichen des Utsu Tobune sind verblüffend ähnlich mit jenen aus dem sogenannten Rendlesham-Vorfall in Großbritannien aus dem Jahre 1980. Auch der geheimnisvolle Kasten, den die fremdartige Frau so achtsam hütete, steht im Interesse der Ufologie, da Experten in dem Kasten ein technisches Gerät erkannt haben. Auch auf die fremdartige Erscheinung und unbekannte Sprache der Frau wird von ihnen wiederholt hingewiesen. Eine Begegnung der dritten Art aus dem 18. Jahrhundert?
Die Fakten aus der Uzutobone-Geschichte, entgegen allen Wissenschaften, sprechen in der Ufologie für sich.